Daneben. Was, daneben? Ah, Mario hat Zombie-Spaß. Cool, und ich noch nicht. Ich will auch ein Zombie. Bleib ja liegen. Ja, Entschuldigung, dass ich jetzt Fraps gesagt habe. Ich hab's dir nicht vorgeworfen. Ich wollte dich nur darauf hinweisen. Jetzt hab ich hier so eine Iron Garden Hoe hier in der Tasche. Das ist bestimmt deiner. Die hau ich jetzt weg. Nein, hallo, nein, das ist meine. Die ist weg, hallo. Mann, da kannst du eine neue bauen. Eine vernünftige. Mario macht mein Werkzeug kaputt. Wie soll ich denn in dieser Zombie-Welt überleben? Also genau genommen mache ich es nicht kaputt, ich habe es nur weggeworfen. Noch schlimmer ist genau das gleiche. Ey, das hat hier, weiß ich nicht, das ist so ein Billo-Zeug. Billo-Zeug, freu dich, dass wir überhaupt Stufe 60 haben. Oder was das hatte. Ja, hast du dir mal deinen Clawhammer angeguckt? Ja, der ist genauso Müll, den hast ja auch du gebaut. Ich finde das ganz schön gemein, Mario disst mich, weil ich noch nicht so gut bauen kann. Weißt du, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. So, So, huch, mein Gott. So, auf jeden Fall schon mal die ganzen Mist. Dieses Gestrüpp hier nebenher. Die kommen wahrscheinlich sowieso von der falschen Seite. Also da, wo die wenigste Verteidigung ist, würde ich mal einfach vermuten. Ja. Kann man das nicht hiermit auch reparieren? Ich wollte schon sagen, das geht doch auch. Komm, zieh mal immer hier rum. Ja. Schön aus Stahl bauen, das Zeug. Aus Stahl muss es sein. Aus Stahl. Hart wie Stahl. Hart wie Kruppstahl. Genau. Wie man so schon sagt. Also manche Spikes repariere ich jetzt ja einfach. Das geht auch schnell. Ich bin gerade verwirrt. Was ist das denn hier für eine Konstruktion? Was habe ich denn da gebaut? Merkt euch das, Mario ist verwirrt. Ach so, nee, ist alles korrekt. Das war ja die Stelle, die ich austauschen wollte. Wo ich meinte, hier ist so ein Knick in der... im Gebäude, den will ich jetzt nicht auch noch mitmachen. Was, die Bäume sind laut? Hast du gerade einen Baum gefällt? Ja, habe ich. Ja, die Bäume, die quietschen schon krass. Ich glaube hier, das Rumhämmern ist auch laut. Ja, das ist alles ordentlich laut. Das ist ein Spiel mit Tinnitus-Faktor. Kann mal kurz gucken, ob ich Audio vielleicht noch ein bisschen leiser mache. Overall Sounds. Komm, machen wir mal 15. Nicht, dass euch noch die Ohren wegfliegen und ihr morgen nur noch irgendwelches Klirren und Bäume hört. Wenn es zu leise ist, einfach Bescheid geben, dann mache ich hier ein bisschen lauter. Oh, die sagt Hadi, das ist aber nett von dir. Was denn? Mein Kompliment. Ich kann vielleicht nicht so gut bauen, aber ich kann auch einige Sachen besser als Mario. Sterben? Verlaufen? Zum Beispiel. Verlaufen, Dinge kaputt machen. Das ist in der Tat richtig. Das kann Anni besser. Wir ergänzen uns, ne? Wir ergänzen uns. Ja, das, was ich alles aufbaue, das macht Anni wieder alles kaputt. Na, einer muss ja. So, hier ist auch noch kein Dings. Ich war eigentlich der Meinung, ich hätte hier vorne schon... Was ist das denn für eine Konstruktion? So. Was für eine Konstruktion? Ne, ich war gerade überlegen, was das hier vorne sein soll. Ich weiß es nicht. Ich hier auch nicht. Gehen wir eigentlich nochmal in die Stadt, bevor die Ferienacht kommt? Oder ist das ein bisschen zu knapp? Nee, ich glaube, wir sollten eher zusehen, dass wir hier die Verteidigung... Nee, ist draußen. Oh, jetzt habe ich aber auch gedacht, was ist hier los? Irgendwelche Schreie. Aber die sind vor der Tür. Da komme ich nicht ran. Aua, Mann. Läufst du gerade in die Spikes? Das machst du fein. So. Also ich baue wirklich hier noch einige rein, ja? Naja, alles richtig. Also kannst die ganzen Spikes, die ich gebaut habe, alles, ganz alles. Drehe ich ein paar Mal im Kreis. Wir wissen ja leider nicht, von welcher Seite die kommen. Du kannst alles verbauen. Das ist immer das Problem. Also Spikes kann man nicht genug haben. Das kann ich schon mal sagen. Oh krass, aber da vorne sind so viele so kaputt. Ja, dann tauscht die aus. Dann haue ich die weg und dann... Wie gesagt, austauschen geht da relativ zügig. Ja. Die sind alle rot. Da sind sie richtig reingelatscht beim letzten Mal. So, auf jeden Fall sollten wir zusehen, dass wir die unteren Reihen... Ey, geh doch mal kaputt. So. Verstärken. Schepper.
Uiuiui, ui. Viel Stahl habe ich noch in der Tasche. Ach, geht noch. Da geht noch ein bisschen was, ihr Freunde. Da muss was gehen. Boah, ey. Alles kaputt machen. Das ist auch schön. Das ist ein Anti-Aggressionstraining hier, die ganzen Spikes zerschlagen. Einfach mal mit der Axt raus und dann alles kaputt machen, was geht. Okay, sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, machen wir hier kurz die Tür noch ein bisschen verstärken, links, rechts. Ja. Boah, ey. Das ganze Blut hier ist schon immer ein bisschen krass. So. Ach, da ist immer noch so viel kaputt. Dann muss deine Klasse aber echt schlecht malen können, wenn du sagst, dass Anni gut malen kann. Oder besser malen kann als deine gesamte Klasse. Dann muss der Skill ja schon dezent schlecht sein. Boah, ich höre die ganze Zeit irgendwie die Viecher, ey. Ich habe lange nicht mehr gemalt, muss ich sagen. Ich muss mal wieder malen. Warum ist denn hier eigentlich so ein Loch? Hast du das vorhin nicht zugemacht? Nee. Okay. Das war ja das, wo ich meinte, warum haben wir ein Loch im Wohnzimmer? Ja, das habe ich verstanden. Manchmal bricht man ja einfach mal so ein Stück raus. Ich hatte damals, da war ich 13 oder 14, da hatte ich auch meine Phase, da habe ich viel gemalt. Da habe ich sehr, sehr gerne Anime-Figuren gemalt und Manga-Figuren und was auch immer. Hätte ich das mal weitergemacht, dann würde ich heute doch noch besser malen. Da habe ich auch immer sehr gerne Augen gemalt. Augen? Hm? Einfach so richtig schöne Augen. Aber ja. Warum auch immer habe ich es dann sein lassen. Und leider ist es bei mir so, dass Talent mit der Zeit vergeht, wenn man es nicht fördert. Frage ist, welches Talent? Nein, aber damit sah das wirklich nicht so stulle aus. Ich habe da noch sehr gerne gemalt. Das hängt natürlich von der Definition von stulle aus. Ab. Aus, ab. Stulle ab, aus. Ja, schon klar. Ey. Oh, scheiße, oh Gott, ich habe was Falsches kaputt gemacht. Was denn? Oh. Mann, wie kam ich denn da ran? Anni macht alles kaputt. Ja, wir hatten ja das Thema, ne? So. Dass jemand nochmal zu deinen malerischen Fähigkeiten sagt, dass du Skill hast ein bisschen. Ja. Das haut mich echt vom Hocker. Ich bin gerade auch völlig geschockt, positiv. Freue mich aber sehr darüber. Ich muss mal wieder malen. Du musst Anni nicht anlügen, ne? Also du kannst doch die Wahrheit sagen. Hey. Weißt du, so ein bisschen nette Worte und so. Aber wir reden von den Malkünsten. Also ein bisschen Zeig selbst... Zeig mir deine Malkünste. Ein bisschen realistische Selbsteinschätzung ist schon angeboten hier. Wenn ich will, kann ich. Ja. Ich kritze auch immer auf Arbeit meinen Block voll. Nebenher. Immer ganz spannend. Oder beim Telefonieren. Ich bin jemand, der wirklich unglaublich viel beim Telefonieren rumkritzelt und rummalt. Ja, anstatt sich aufs Gegenüber zu konzentrieren beim Telefonieren. Nee, das geht schon. Das ist schon in Ordnung. Es klappt beides. So. Ja, ich würde sagen, wir tauschen hier die Reihe immer aus. Ja. Mann, ey, was ist denn das für ein komischer Spike hier? Ihr seht das ja jetzt gerade bei mir nicht, aber es ist echt schwierig, manche Spikes kaputt zu kriegen, weil man alles jetzt, andere trifft. Ja, wenn du jetzt einen mit zerlegst, der nicht weg sollte, ist auch nee, das ist Problem. Ja nicht so schlimm, aber überhaupt, weil ich treffe die Erde oder ich treffe irgendwas ganz anderes. Ne, die Erde sollte sie nicht treffen. Ja, Hallöchen, Kevin. Jo, moin, Kevin. So, hier ein paar Spikes rein. So. Rico T, ja, das ist natürlich auch nicht schlecht. Aber hey, immerhin LKW übers Bild gefahren. Das ist ja in manchen Gegenden vielleicht sogar Kunst. Vielleicht sollte sich auch ein LKW, der übers Bild gefahren ist, darstellen. Ja, eben. Du musst das nur entsprechend verkaufen. Ja, du musst einfach nur das Ganze so auslegen, dass es gewollt war und, ne? Dann passt das auch. Solange man selbst von seinen Künsten überzeugt ist, dann läuft alles in Ordnung. Warte mal, verdammt, da war die Reihe eigentlich offen. Oder? Shit, war das hier die Reihe, die offen war? Ja, kann sein. Na gut. Man kommt trotzdem noch so ein bisschen lang. Passt also. Ja,
Einsatzmauer war ja alles zu. So, ich werde auf jeden Fall mal hier zusehen, dass ich die das Mauerstück erweitere. Das ja, muss sein. Mal. Ach, verdammt, jetzt. Ach. Egal, die latschen da eh durch. Die doofen Zombies, die latschen da durch. So, Stück für Stück zum Spike-Glück. Na? Aber ich freue mich auch schon aufs nächste Mal The Forest, wenn man dann von vorne anfängt und dann einfach mal so ein bisschen wieder zeigt, was man alles so nicht kann. Also Anni zeigt, was er nicht kann. Du kannst auch. Ich bin voll der Skiller hier. Der Skiller? Der Skiller. Skiller-Killer. Sag mal, wovon träumst du nachts? Der geskillte Killer. Boah. Mario heute wieder mit seinen Schoten hier. Der Wahnsinn. So. Vater Morgana in Ultra. Ja, das ist wirklich ganz cool mit Arc Scorched Earth. Wir freuen uns natürlich auch, dass wir auch einige neue Zuschauer jetzt mittlerweile am Start haben. Das ist halt auch schon echt episch, ne? Das ist halt richtig, richtig cool und ja, macht auch richtig Laune. Sieht super aus und spielt sich auch ein bisschen anders als das bekannte Arc. Oh ja, ist deutlich schwerer, finde ich. Und oh ja. Also besonders, wenn man halt neu anfängt. Also und nicht irgendwie Charaktere rübertransferiert, sondern halt wirklich sich durchbeißt durch die, ja, durch die lebensfeindliche Welt. Ja. Ist schon echt geil. Macht Spaß. Also wirklich sind schwer begeistert. Und ja, es gibt halt auch immer wieder was Neues zu entdecken. Wir freuen uns schon auf den Tag X, an dem wir dann wohl so ein Drachenei klauen werden. Das hat mit dem Trike schon gut funktioniert, das Klauen von dem Trike-Ei, wer es gesehen hat, in Primitive Plus am Anfang. Da wird es mit dem Drachenei noch viel besser funktionieren. Ja, also es wurde ja schon gesagt, wir brauchen ein Flugtier, was 180 Speed hat, wenigstens. Damit es wegkommt. Ja, weil die Drachen dann alle wohl aggro werden, wenn man das Ei geklaut hat. Ja, da wäre ich auch sauer. Oder wir killen sie einfach. Übrigens, ja. Nochmal zum Drachenthema. Ja. Vielleicht hast du das schon gelesen. Ja, habe ich. Ja, aber das ist künstlerische Freiheit. Das ist künstlerische Freiheit, ja. Aber auf jeden Fall, es gibt halt viele Typen von Drachen. So Wyvern und Drachen und so. Nee. Der Unterschied ist gar nicht so einfach. Doch, der ist einfach. Nur weil Smaug jetzt zum Beispiel von dem Hobbit auch auf den Vorderklauen in den Flügeln läuft, ist halt künstlerische Freiheit, aber theoretisch ist die Unterteilung wirklich so, dass Drachen, also reine Drachen, die echten Drachen auf vier Pfoten laufen, oder auf vier Beinen oder wie auch immer, keine Ahnung. Auf vier Drachenbeinen. So. Ja, die Drachen sind sicherlich schwer, also das glauben wir auch. Wir hatten uns da jetzt noch nicht woanders gespoilert. Wir hatten wir schaffen auch Dodos, ja, da werden wir einen Drachen schaffen. Ja, das schaffen wir, ne? Wie so ein Ei irgendwie schlüpft da, aber wir haben uns jetzt noch nicht angeguckt, wie krass die sind. Die sind bestimmt wir voll. Wollen uns halt auch nicht zu sehr spoilern. Irgendwie sind ja immer so, wir wollen gerne die Erfahrung selbst im Spiel machen, auch wenn es vielleicht länger dauert als bei anderen. So, Spike. Und nochmal Spike. Ist alles eine Sache der Vorbereitung, sag ich mal, ne? Kriegen wir voll hin. Wir bauen einfach dort in der Nähe unsere Base auf, 5 Milliarden Spezies Y-Pflanzen und dann kommen sie angeflogen und dann geht's da ab hier. Dann werden die alle gegrillt. Ich muss mir gleich neue Spikes holen, glaube ich. Oder habe ich noch welche in der Tasche? Du kannst doch gerne vorne ein paar Bäume wegsensen. Ich habe noch 152. Und so ein bisschen Frosch im Hals heute hier. Fresh. Da muss ich mal ein bisschen räuspern hier. Quark. Quark? Quark. Und die Drachen brauchen Milch. Ja, irgendwie Drachen brauchen die Milch von den weiblichen Drachen. Ja, Muttermilch. Die gute Drachenmuttermilch. Ach, schön. Ja, ist auf jeden Fall echt unterhaltsam, was bei Arc Scorched Earth so alles los ist, was und, dann neu ist. Es gibt ja, also Scorched Earth war ja eigentlich schon lange in der Entwicklung und man wusste ja in etwa, was kommt. Wenn man mal so ein bisschen die Story-Entwicklung verfolgt hat, dann muss man eigentlich, dass so ein Wüstenthema kommt. Und das nächste soll wohl ein maritimes Thema haben, also nächster Donner-Container. Alles, was so irgendwie mit Wasser zu tun hat. Mensch, Clemens, das ist dann was für dich. Noch ein Subnautica-Ersatz. Arg maritim. Huch, jetzt stehe ich auf dem Filz. Auch gut.
Und ich weiß, was mich immer wieder aufs Neue nervt bei 7 Days, das Lag. Ja, das stimmt, das leckt hier doch schon hin und wieder. Es ist halt einfach auch nur eine Alpha. Es ist die Alpha 14.7. Ja, aber das können sie mal in Ordnung bringen, ne? Wünsch dir nicht zu viel. Welche Wege nehmt Zoss? Holzwege bis zum Ende? Der gute Holzweg. Nichts gegen den Holzweg. Man kommt irgendwie immer ans Ziel, finde ich. So. Wir hoffen, ihr habt fleißig dem Hero gratuliert zum Geburtstag am Montag. Ja, nur mal so als kleiner Hinweis, ne, für alle, die das doch noch nicht getan haben. So. Und hier sind schon wieder... Ih, was ist denn da los? Moment. Ein Hase. Ein Hase? Das ist ein Huhn. Oh, ein Huhn? Wir haben ein totes Huhn in den Spikes. Sehr schön. Warte mal, dann nehme ich doch mal Bone Shift und kratz mal so ein bisschen das Huhn hier ab. Komm her, Huhn. Lecker Huhn. So, ich habe lecker Huhn. Oh, und der Krankenwagen draußen ist auch am Start. Ja, bestimmt kommt da neue Mensch, Clemens. Extra wegen dir. So. Na? Oh mein Gott. Hier geht's gerade runter. Hier ist unsere Mine. Na? Also ob es ein Unterwasser-DLC wird, weiß ich nicht. Das ist ein maritimes Thema, das kann ja alles bedeuten. Das ja, kann auch das Überwasser kann bedeuten. Sein. Aber ich gehe mal fest davon aus, dass es natürlich dann auch viel Unterwasser geben wird. Also ich fände das voll geil. Mal so ein bisschen mehr tauchen. Den Taucheranzug dann halt auch wirklich mal richtig ausnutzen, ne? Ja, das stimmt. Dafür macht allerdings, das halt total Sinn. Allerdings müsste man dafür tatsächlich dann, also wenn man das irgendwie miteinander verbinden wollen würde, hätte ich gerne einen Server verbunden, wo alle Karten spielbar sind. Also dass man einfach wirklich wechseln kann zwischen einzelnen Bereichen. Per was auch immer, Teleporter oder hast du nicht gesehen, keine Ahnung, was da gibt. Das wäre extrem episch. Ja, das wäre es. Und warum kann ich da nichts bauen? Weil da Erde fehlt. Au. So, ja. Irgendwas schon mal hier vorne ist ausgetauscht, das ist gut. So. Ach so, ja, hier ist unser altes Feld. Das könnte ich ja eigentlich mal irgendwie... Das solltest du ja wegmachen, wenn es abgeerntet ist. Ja, dann mache ich das Feld weg. Aber ich habe ja keine Schaufel mehr. Warum hast du denn keine Schaufel mehr? Tja. Ja. Oder? Ach nee, warte mal. Ach, Quatsch. Ich habe nichts gesagt. Ich habe das jetzt verwechselt mit der Iron Hoe. Nee, aber die brauchst du da gar nicht gerade. Nee, ich brauche ja die Schaufel. Oder? Um das ordentlich zu machen. Na, ordentlich machen, du machst einfach zu. Einfach Erde draufschütten. Ja. Dann muss ich irgendwo Erde besorgen gehen. Also es wäre wirklich schon geil, wenn Ark dann so unter Wasser wäre. So richtiges Unterwasser-Setting. Jo, das stimmt allerdings. Würde ich auch nehmen. Ich meine, das Spiel ist generell so geil. Da muss es einfach noch ein paar Settings geben. Wie wir darauf kommen, dass sowas kommen wird, ja, wenn man mal so ein bisschen die Entwicklertagebücher liest, teilweise oder die Informationen, die man bekommt, die wenigen von den Entwicklern, dann kann man das rauslesen. Ich meine, also soll ja noch irgendwann mal Unterwasser-Bases geben, es soll ja irgendwie Boote oder Schiffe oder irgendwas geben, so richtige zum Fahren, also... Wo sollen sie das alles hinbauen, wenn ich in ein eigenes Setting sozusagen... Ja, eben. Das muss ja alles zusammenpassen. Das muss ja stimmig sein. Jupp. Nee, das ist ja irgendwie jetzt blöd, was ich hier mache. Machst du ja was Blödes? Ja. Also so wie immer? Ja. Okay. Weil es kann. Weitermachen? Mach ich. Na, irgendwie... Also... Das ist halt so ein bisschen doof hier.
wenn ich Erde reinsetze? Das sieht so scheiße aus. Das sieht richtig scheiße aus. Anni macht alles kaputt. Naja, aber du weißt, was willst du denn machen? Na, ich will das Feld wegmachen. Ja, du weißt doch wie. Nein, anscheinend ja nicht mehr. Nee, du weißt gar nichts. Na, indem du halt Dings drüber setzt. Was denn? Ach so, Frames. Ach so, ja. Ach man, weißt du, wie lange das her ist? Boah, ey. Was denn? Ohne Kommentar, sag ich dann nur. Das ist ewig her. Das kann ich mir noch nicht merken. Und Hallöchen, Brotzle. Jo, hi Brotzle. Mal kurz hier, was hast du irgendwas zu essen gemacht? Ein Spiegelei. Ich kann ein Meat Stew essen. Kannst du auch tun. So, zottelt war das hier alles zurecht. Wunderschön. Schön gleich, brennen dann gleich zweimal das Meat Stew. Bottled Water noch runterkippen. Gönn dir, gönn dir. So. Ja, man muss sich ja mal vorbereiten. Und wir haben Kaffee auch schon am Start hier. Ich habe ja auch einen Kaffee in echt zu stehen, quasi. Das kann raues. Jetzt wir hier die ganzen Kobbels wieder einsammeln. Und wenn hier das mit der Hordennacht gegessen ist das nächste Mal, dann werden wir mal zusehen, dass wir die ganze Scheiße in Ordnung bringen hier. Also dass wir so ein Chaos in den Taschen haben und in den Schränken. Hier in Schränken und ich wäre dafür. Wir haben ja schon öfter mal probiert, das zu sortieren, aber im Eifer des Gefechts wird das ziemlich schwierig. Na? So, das ist in Ordnung hier vorne. Dann können wir hier vorne noch bauen. So, boah, ey, wie groß war denn dieses Feld? Na, war schon ein bisschen größer. Ja, das hier wieder so begradigt ist. Irre. So. Das sollte eigentlich einigermaßen hinhauen hier vorne. So, das ist in Ordnung. Da können wir dann nach links und rechts einen Strahl anmachen. Sehr schön. Okay, dann müssen wir das hier vorne noch austauschen. Ah. Haben wir ja zwischendrin irgendwie was. Das heißt, also schön ist echt anders. Es sieht am Ende nicht perfekt aus, das kann ich jetzt schon sagen. Ja, es muss nicht perfekt sein, es soll nur irgendwie weg sein. Ja. Boah, ich höre dich bis hierhin arbeiten. Schepper. Mario klappert rum. Jo. Das stimmt wohl. So. Läuft. Ich bin heute auch noch nicht so richtig in die Spikes gerannt, glaube ich. Ich habe zwar vorhin irgendwann Aua gesagt, aber ich glaube, ich habe mir gar nicht wehgetan. Ich schon ein paar Mal. Oh, aber ich muss was sagen. Und inwiefern das ein Community-Spiel ist, ja gar nicht. Wir haben ja nicht gesagt, dass es jedes Mal ein Community-Projekt geben wird am Mittwoch, sondern wir spielen darauf das, worauf wir Lust haben. Genau, genau. Aber meistens sind es Community-Projekte, aber heute ausnahmsweise mal nicht. Von daher. Hängt auch ein bisschen davon ab, worauf man Lust hat. Man sollte ja nicht unbedingt was spielen, worauf man keinen Bock hat gerade. Ja, das bringt ja nichts. Das macht ja keinen Sinn. So. Es ist nur so, wenn es halt irgendwie Spiele gibt, die mit anderen zusammengespielt werden können, dann finden die mittwochs statt. Aber es ist halt nicht jeden Mittwoch so. Also wir haben auch, vielleicht bevor du uns gefunden hast damals, ja auch öfter mal Mittwoch 7 Days gestreamt oder so. Na? Ey. So. Na? Och, jetzt ist da, was ist denn da im Weg? Ein Stein? Ich meine, ich hätte auch kein Problem damit, 7 Days mit anderen zusammenzuspielen, aber es geht leider nicht so wirklich, denn sobald man hier mehr Leute am Start hat, ruckelt es wie Sau. Ist auch nicht so geil. Der gute Alex kennt das ja noch. Wobei es hin und wieder ging, aber auf die Dauer ist das halt echt irgendwie von der Performance her noch ziemlich Alpha. Jo, leider, leider. Mm. 1, 2, 3, 4, 5, na? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Haut das hin? Ne, haut nicht hin. Natürlich, ne, haut's nicht hin.
Also ein bisschen mehr an Spikes steht jetzt auf jeden Fall schon. Und ich muss mir mal ganz kurz die Nase schnauben. Schnaub. Ich bin wirklich gespannt, wie die Nacht... Was machst du denn da? Ich habe versehentlich... Aua. Was? Oh Gott, brauchst du Hilfe? Überlebst du das? Ich muss noch zum Erste-Hilfe-Set-Kasten-Dings. Oh, Mario stürzt sich in die Tiefe. Ja, weil ich es kann. Nee, das Problem ist, ich habe einfach dort schon das Zeug weggebaut. Ja, super. Und hab's vergessen. Aber mich wundert es, dass ich bei dem Sturz mir nicht das Bein gebrochen habe oder so. Na, ey, komm jetzt. Na. Aua, sag ich dir nur. Aua. Manchmal braucht man Schmerz. Das sollte dich daran erinnern, vorsichtiger zu sein. Ja, ja, das ist in der Tat korrekt. Ganze 4 Spikes noch. Das Schlimme ist, ich habe ja eigentlich auch noch mit gerechnet, aber dann habe ich just in dem Moment nicht mehr dran gedacht und dann ging es abwärts. Tja, nur Fliegen ist schöner. Na, komm. Ich gehe mal Holz sammeln. Und unser anderes Feld, das steht auf jeden Fall schon in guter Blüte. Da ist alles, glaube ich, fertig. Ja, dann ernte mal Kaffee und so. Ja, kann ich doch später machen. Nee, ist wichtig. Kaffee ist ultra wichtig. Ja, ultra wir haben noch Kaffeebohnen. Wichtig. Ja, wir haben nur 15 Kaffee. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hier ist was, hier ist irgendwo was. Das war so laut gerade. Hallo. Uschi, ich bring dich um. Was? Ich hab keine Munition. Du musst übrigens nicht ranzoomen, ne? Ich hab keine Munition. Oh, Anni hat Spaß. Weil ich keine Munition hab. Ja, warum hast du keine Munition, Weiß Mann? Ich nicht. Scheiße. Ja, dann komm mal zurück hier. Oh, verdammt. Muss ich auch noch runter, weil Anni das nicht hinkriegt. Ja, Mann, ich hab keine Munition. Warum denn nicht? Ja, warum hast du keine Munition, Mann? Drück mal lange eher. Hast du nichts zum Nachladen? Nee, ich hab gar nichts mit. Ich hab gerade auch in mein Inventar geguckt. Oh, Mann, ey. Einmal mit Profis. Oh, shit. Ja, super. Und solange die rumschreit, lockt die natürlich Viecher an. Ja. Läuft. Das ist schon mal eine Übung. Das ist scheiße. Achtung, das ist eine Übung. Nee, ist keine Übung. Ich hol mir jetzt mal hier schnell Zeugs und dann kann ich mitschießen. Ich hab die, glaube ich, vorhin rausgepackt. Dachte, warum packt man denn Pfeile raus? Weil man's kann. Boah. Alter. Es war noch diese Iron irgendwas. Oh, komm, sei ruhig hier. Boah, Alter, ich krieg sie nicht in hier. Nee, scheiße, wo sind die denn? Hier sind nur 16 Steel Arrows und 205 normale Pfeile. Dann nehme ich jetzt die normalen Pfeile, das ist mir egal. Pack mal einfach mal die Pfeile raus, ja, läuft, ne? Warte mal. Die Scheiße, die gehen ja nur mit dem Bogen. Och, Mann, ey. Ach nee, Moment. Bogen. Nehmen wir den. Wir haben viel zu wenig Munition für eine Armbrust. Ja, Dings hier wir haben doch letztens noch welche hergestellt. Da sind eine Armbrust, Bolzen drin? Ich habe keine gefunden. Also nicht Bolzen, aber hier so Dingens, ne? Wie heißen sie denn? Arrow-Tips. Ach so, ja, naja, gut. Wer den ganzen unternehmen? Später. Ich bin jetzt mal draußen und muss gucken. Nee, hier ist nicht mehr. Sagst du? Ich ernte erstmal ab. So, einmal durchpflügen hier. Wie kann man denn... Ich verstehe es nicht. Es waren nur 16, glaube ich. Vielleicht habe ich es auch nicht rausgebracht. Ich bin mir nicht sicher. Wie kann man denn überhaupt Waffen ablegen in der Zombie-Apokalypse? Das geht mal, schon. Was stimmt denn mit dir nicht? Ich habe mein Inventar aufgeräumt. Aufgeräumt? Ja, das sehe ich. Da war halt nichts mehr drin. Den Scheiß müssen wir auch noch zumachen. Warum ist denn diese eine Pflanze hier nicht fertig? Das macht ja mal null Sinn.